Willkommen, willkommen zu einer weiteren Runde Ori and the Blind Forest. Ja. Wir waren ja gestern an der Stelle, an der ich nicht mehr so richtig wusste, wie es da weitergeht. Da werden wir dann heute mal sehen, ob wir das Problem beheben können, weil hier oben nämlich eine, ich zeige euch das hier auf der Karte, hier oben ist ein Kartenstück, das ich doch wohl sehr gerne haben würde. Des Weiteren habe ich die vier Steine für die Tür gefunden. Weiß aber leider nicht mehr, wo die Tür ist. So, also stehen wir heute also vor mehreren kleineren Problemen, würde ich jetzt sagen. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie kommen wir da oben an dieses Kartenstück? Ja, ich glaube, den Vogel hätte ich gebraucht. Das wäre schön gewesen. Also. Au. Ah, 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 ah. Zornige kleine Dornen. Und wie wir hier... Aha. Hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Interessant, interessant. Ja. Gut, also da ich tatsächlich keine Ahnung habe, wie es da drüben weitergehen soll, gehen wir da, kommen wir hier in diesen Bereich, kommen wir nicht. Hier gibt es auch nichts, was wir tun können. Zumindest nicht, dass ich jetzt momentan irgendetwas sehe, was uns weiterhilft. Ich
Das gleiche gilt für hier. So kommen wir da weiter. Gut. Sehr schön. Frage ist, hilft uns das? Ups. Da. Wir speichern hier mal. Sicherheitshalber. Ah, da unten ist eine Tür. Die nehmen wir mal. Und dann würde ich sagen, wir speichern gleich nochmal. So. Au! Das war nicht der Plan. Ja. Aha. Okay, dann öffnen wir gleich mal hier noch dieses Ding. So. Okay, dann haben wir da nämlich eine Abkürzung generiert. Haben wir einen Hebel, der uns das hier öffnet. Sehr cool. Jetzt müssen wir gucken, wo ist das? Das ist da oben. Okay. Dann haben wir hier dieses gute Stück. Okay, dann geht es hier nach drüben. Eine Fähigkeitenzelle, sehr schön. Dann speichern wir hier mal und gucken uns mal an, welche Fähigkeit wir
uns jetzt holen. Das haben wir hier. Ultraverteidigung verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Und hier haben wir Stichflammenexplosion. Ich glaube, ich nehme die Verteidigung. Ich glaube, das ist mir lieber. So. Oh oh. Da ist ein. Ein Krötenmaster. Und da ist noch mal ein Schlüsselstück. Dann haben wir hier eine Laserbarriere. Oh, sogar mehrere. Dies ist nicht so gut. Kann ich da irgendwie hoch? Maybe. Nein, kann ich nicht. Ich kann auch den Stamm nicht schieben. Und die scheint dauerhaft zu brennen, diese Laserbarriere. Interessant, interessant. Aber laut Karte geht es hier noch nach oben. Okay, wir suchen mal an einer anderen Stelle, ob es da weitergeht. Ah, knock! War da drüben irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht, ne? Nee. War ein wenig unintelligent. Aua. Okay, das gibt wieder eine spannende Sache. Aha. Okay. Ach, der schwebt dann da hoch. Okay. Da haben wir wieder eine Tür, die wir öffnen können. Das ist sehr schön. Hier haben wir eine Energiezelle, die wir einsammeln können. Das ist auch sehr schön. Die Frage wäre nur. Oh, okay. Cool. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Schieben
das gute Stück mal hier runter. Hotz. Gehen dann vorsichtig hinterher. Ganz vorsichtig. Okay. Alles klar, dann weiß ich jetzt auch, wo ich bin. Folglich ist es da oben auch alles erkundet und erforscht. Sehr gut. Wo ist jetzt mein... Da ist mein Bällchen. Okay, wir gucken mal, ob wir das ganze Ding... Aua! So. Und? Okay. Das wird ja immer spannender hier. Na, bleib hier. So, somit hätten wir die Frage ist jetzt nur. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Flixt und wir haben nicht gespeichert. Jawohl, so sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber ich würde vorschlagen, wir speichern hier mal. What? What? Wir speichern hier mal. So. Okay. Okay.
das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Dann geht es hier drüben weiter. Wo bin ich? Okay. Au. Nein. Also gut. Dann machen wir das alles noch einmal. Okay. Ne, der ist da fest. Okay, das ist gut. Gut, du bist da fest. Das ist auch gut. So, dann kann ich hier nicht speichern. Hier kann ich nicht speichern. Hm. Okay. So. Okay. Okay. Au.
Ja. Alter, ist das mies. Ja, vor allem bounzt es dich dann direkt in die nächsten Dinger rein. Das ist doch wieder Absicht, nicht wahr? Dann lassen wir eben halt diese eine Zelle da in Ruhe. Schön. Schön, das heißt, hier ist die Tür. Toll. Aber wenn die Tür da drüben ist, dann wäre es wohl geschickter erst hier. Ja, ich weiß. Okay, dann speichern wir hier am besten, nachdem wir diesen Part jetzt geschafft haben. Und nein, mir fehlt eins. Oh. Wo ist dieses eine? Ah, hier. Nein. Verzeihung. So, okay. Puh. Okay. Okay, wo sind wir? Okay, da unten sind auch noch interessante Dinge.
Aber heißt, wir müssen erstmal. Hierher. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke dann A, um besonders hoch in die Luft zu springen. Besonders hoch. Aha, okay. Heißt was? Okay. Interessant. Schauen wir mal. Halt dich fest. Während des Klangs zum Aufladen gedrückt. Super Wandsprung. Ah, cool, okay. Das heißt, dann kann ich. Und ich kann auch zielen, wohin ich springe. Okay, cool. Das heißt, jetzt könnten wir eventuell das Kartenstück erreichen. Ah. Nein, 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 nein. Zum Glück hat es an dieser Stelle gespeichert. Halt. Okay. Warum zum Glück? Yes, sehr schön. Ach so, ich muss, das kann ich nur, wenn ich, aha, okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Sieht nicht so aus, als könnte man da hoch. Glaube nicht. Hundertprozentig sicher bin ich mir aber nicht, muss ich gestehen. Und da geht's wieder runter. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, meine lieben Freunde. Wartet mal. Wenn wir... Ne. Ich glaube, da oben hat es. Ja, aber wenn es da oben tatsächlich nichts hätte, dann. Halt. Ne, während ich in der Luft bin, kann ich das nicht benutzen. Das ist schade. Jetzt kriege ich nicht mal mehr das hin. Weil irgendwie... geht ja die Karte da oben weiter, also von daher verstehe ich es gerade nicht. Aber gut, vielleicht kommt es auch zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal. Ah! Nein, oder? Ah, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. In die Dornen. Halt.
Okay. Das heißt, dieser Bereich ist soweit dann abgefischt, bis auf diesen Part da ganz oben. Luftstrom. Okay, cool. Ja, kann ich da laufen oder? Kann da laufen. Ah, cool, das ist bestimmt der. Okay. Ich dachte jetzt gerade, ich greife da irgendwas an oder so. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horuberg. Ja, das wollten wir. Das ist gut. Neues Ziel, finde den Horuberg und stelle ihn wieder her. Aber mit dieser doch sehr bewegenden Zwischensequenz und diesem Fortgang der Geschichte würde ich euch jetzt hier verlassen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude an dieser Folge. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!